Das beliebte Skigebiet Lackenhof am Ötscher steht vor dem Aus. Nachdem die Schröcksnadel-Gruppe seit dem Jahr 2000 über 15 Millionen Euro in dieses Skigebiet investiert hat, rentiert es sich nun nicht mehr. Mehrere Jahre mit Schneemangel und der Lockdown haben das Defizit immer größer werden lassen. Politiker ringen noch um eine Lösung. Der Bezirk Waidhofen steht niederösterreichweit als bester Bezirk bei den Verkehrstoten da. Im laufenden Jahr hat es hier nämlich genau 0 Verkehrstote gegeben. Bleibt zu hoffen, dass es mit dieser positiven Bilanz im Jahr 2022 so weitergeht. Auf der Online-Plattform Wir sind eins der niederösterreichischen Wirtschaft wird nun ein Adventkalender angeboten. Jeden Tag im Advent stellt sich hier ein Betrieb vor. Man kann auch etwas gewinnen. Damit soll der Einkauf bei den heimischen Unternehmen gefördert werden. Die landauf, landab entstandenen Bauernboxen mit frischer Ware vom Bauernhof zur Selbstentnahme sind in doppelter Hinsicht sichere Versorger. Erstens sind sie immer gut befüllt mit frischer Ware, zweitens sind dort die Einkäufer meist alleine und es gibt keine Menschenansammlungen. Die Wirte trifft der Lockdown wieder besonders hart. In Niederösterreich sind 200 Betriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lockdown. Viele versuchen sich aber mit Speisen zum Abholen über Wasser zu halten. Finden kann man einige von ihnen unter wirtshauskultur.at.